Best of Frenkel Frotzelt. Tachin Hasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pineview Drive. Heute wieder mit dem Liebsten, was ich habe, und zwar meinem alkoholfreien Bier. Ja, und meine Frau Mone ist auch wieder da. Sag hallo, Mone. Hallo, Mone. Okay, jetzt habe ich verschissen, ja. Freunde. Du hast verschissen? Jetzt habe ich mich reingefahren hier, glaube ich. Okay. Was ist das denn? Hotdogs, du musst weg da. Ja, ich gehe. Nein! Nein! Das war's. Mal nicht umkippen. Wo war denn das zuletzt hier? Ah! Oh Gott! Ich werde das Ding schon irgendwie da runterkriegen. Jetzt. Ah! Oh shit! Ja, Herr Frenkel, war ja, aber der Anhänger ist definitiv frei. Was würde ich jetzt machen, wenn ich hier in Wirklichkeit wäre? Ich würde erstmal hier in die Palme vor Angst reinschiffen. Aber es sieht doch gut aus, was ihr macht. Ja, es sieht total gut aus, ne? Ich hänge mit meinem Gesicht im Rocktox mitten in seinem haarigen Arsch. Abkürzung. Hast du jetzt gerade versucht, die Lampen anzuzünden? Ja. Vorsicht jetzt, Vorsicht, 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 nicht, dass ich umfalle. Ich bin ernst, ich bin gleich am Ziel. Du bist gleich am Ziel, am Arsch bist du. Liegt da nichts drin. Da liegt doch was da. Adler, Auge. Ihr steht alle blöd rum. Ich bin der Einzige, der intelligent rumliegt. Halt, Moment! Batterien im Klo! Ja. Nee, das ist Kot! Ah, oh, du hast ihn angefasst! Ein Quatsch, das ist die Batterie! Aber ich glaube, weißt du, was wir demnächst machen können, Harald, wirklich, ne? Ja, ich weiß, also wir können uns das Leben nehmen. Warte mal, hast du gesehen, da ist ein Krebs, ne? Ja. Musst du kurz bestrahlen. Ja. Jetzt? Dann geht er vielleicht weg. Der ist mehr was für Intellektuelle gewesen jetzt. Für die Akademiker unter meinen Zuschauern. Also für alle zwei. Der hat 500 Liter, jetzt kannst du vorfahren. Ja, und warum sagst du das nicht eher vor 5 Minuten, vor 20 Minuten, wo ich schon da stand? Das kann ich dir sagen, weil er gerade aufgegeben hat und jetzt anfängt, das Handbuch zu lesen. Nee! Harald, wenn du hier mal hinsehen würdest, würdest du bemerken, dass ich Gas gebe. Ja, ich sehe die ganze Zeit. Du stehst an dem Baum wie so ein scheiß Hund, der dahin pisst. Mehr passiert hier nicht. Moment mal, da hinten, da war auch noch was. Wieder diese scheiß Katze, aber die kackt Schlüssel. Das haben wir gelernt. Das heißt, sie hat jetzt wieder irgendwo einen Schlüssel hingeschissen. Wahrscheinlich ist das gar kein richtiger Schlüssel. Das ist wahrscheinlich einfach nur Katzenkot in Schlüsselform. Frisch und hart gepresst. So, jetzt ziehen wir den da mal raus. Mein Truck furzt schon wieder so komisch. Er hat schon wieder geknurrt. Aber du hörst ja nichts. Nee, ich höre nichts. Natürlich könnten wir uns ein Y-Kabel kaufen. Toller Tipp. Schick uns eins, Penner. Sei nicht so unhöflich. Das war ein netter, nett gemeinter Rat-Tipp. Stimmt ja auch. Dann könntest du ein bisschen... Ja, wir können uns auch ein Lamborghini kaufen. Nö. Das stimmt auch. Vielleicht nicht ganz so schnell. Da kommt eine S-Kurve. Oh je. Zum Glück gibt es in Deutschland keine Doppel-S-Kurven. Doppel-S ist ja verboten. Das wären ja SS-Kurven. Ne? Das geht gar nicht in Deutschland. ja, Frenkel, halt die Fresse. Verzeihung? Schneiden wir raus. Merkt kein Mensch. Tag in Asbären, herzlich willkommen zu, Achtung, Durchsage Nummer 27, meine Videoblog. Ich wollte euch nur mal ganz schnell daran erinnern, dass ihr mich treffen könnt auf der Gamescom, wenn ihr wollt. Am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr, jeweils zwischen den 5:30 und 6:00 auf dem dortigen Freigelände. Ich freue mich auf euch, danke und tschüss. Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr, jeweils zwischen den 5:30 und 6:00 auf dem dortigen Freigelände. Ich freue mich auf euch, danke und tschüss. Ja, clever, ist gut. Seht ihr ihn hier? Da. Drängt sich hier ins Bild. Lass mich mal bitte. Ich muss hier gerade wichtige Sachen machen. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Frenkel-Frotzelt-Fanshop und dort gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Frenkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Frenkel-Frotzelt-Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster.
Der Fränkel Frotzelt Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Fränkel Frotzelt Fanshop. Einfach genial.